Ja, hallo und willkommen hier zur 24. Folge Timberborn auf meinem Kanal. Ja, wir haben jetzt noch 8 Tage, ein bisschen mehr als 8 Tage Dürre vor uns und ich würde sagen, wir sind auf einem guten Weg. Unsere Speicher sind immer noch recht voll. Ich habe jetzt hier auch nochmal schon mal 3 Speicher gebaut gehabt, die nochmal befüllt. Hier die 2 Pumpen, die fördern noch. Also wir sehen, unsere Becken reichen auf jeden Fall gut aus. Das sollte auf jeden Fall so erstmal kein Problem sein. Und demnächst wird das Ganze ja hier auf jeden Fall auch weitergehen. Ich hatte sogar schon kurz überlegt, ob wir hier das Ganze doch fluten. Aber ich glaube, ich lasse es einfach. Ich denke, das ist jetzt nicht die beste Variante. War irgendwie so ein bisschen. Ja, könnte man es theoretisch machen. Wir werden jetzt mal kurz hier nochmal eine Treppe nach unten bauen. Damit das da abgerissen werden kann. Das sollte aber auch relativ schnell gehen. Und dann gucken wir einfach mal. Dann können wir nämlich hier das abreißen, weil ich hatte nämlich jetzt gesehen, dass hier so ein bisschen Wasser rüber durchkommt. Deswegen würde ich hier noch einmal eine Deichwand doch hochziehen, um das zu umgehen. Das haben wir ja hier drüben auch. Da überlappt es auch einmal. Weil ich weiß nicht, ob das dann wirklich durchsickert, ob das uns verloren geht, das Wasser, oder wie das dann läuft. Und dann möchte ich einfach auch nochmal sicher gehen, dass wir da. Gerade bei den langen Dürren hier mit 30 Tagen und mehr, dass wir da halt nicht irgendwie Probleme bekommen. Ich denke, das wäre auf jeden Fall wichtig und auch richtig so. So, dann das können wir hier schon mal wegmachen. Dann werden wir hier noch mehr Wasserspeicher hinsetzen. Mal kurz überlegen. Machen wir das so. So, und dann können wir hier. Dann machen wir hier auch nochmal 4 Stück hin. Und das erhöht auch nochmal unsere Speicherkapazität. So, perfekt. So, dann können wir jetzt hier den Deich hochsetzen. Den werden wir auch direkt mal beschleunigen, damit der bitte Priorität hat. Ich hatte auch hier schon jetzt die Energie quasi weitergeleitet. Also wir haben jetzt hier die Verbindung. Die geht nach hier oben. Da bin ich sehr gespannt, wie viel die ganzen Wasserräder hier dann produzieren. Ein Problem, was wir noch haben, ist immer noch unser Strom, dass wir immer noch zu wenig haben. Aber ich bin eigentlich recht guter Dinge, dass wir das wieder hinbekommen. Und dann sollte das auch passen. So, dann würde ich auch sagen. Oder machen, sprengen wir das alles mit Enma? Wir sprengen das alles mit Enma. So, dann können wir das hier alles machen. Verfügt nicht über die erforderlichen Metalle. Das ist klar, das ist jetzt nicht das Problem. Wir müssen halt einfach auf die Sprengstoffe warten. Hier unten die Förderung funktioniert nicht mehr. Das ist ausgetrocknet. Das war klar. Hier ist auch alles ausgetrocknet. Ja, sollte jetzt alles nicht das Problem sein. Hier ist auch noch eine kleine Wanne. Was ist, wo kommt das Wasser her? Ach, das ist bestimmt auch das, was übergelaufen ist. Und hier müssen wir dann irgendwann zumachen. Jetzt sind erstmal die ganzen Geschichten hier wichtig. Bretter, Zahnräder. Die Zahnräder haben wir noch. 400 Stück. Sollte also nicht das Problem sein. Ja, das funktioniert alles schon. Die Übergabepunkte sind auch gut besucht. Ja. Wir könnten eventuell mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dass wir vielleicht hier auf 8 runtergehen und dann werden wir hier einfach mal ein paar Roboter noch einstellen, damit das dann von der Produktion her oder von der Effektivität ein bisschen höher ist. Ich denke, das kann auch durchaus nicht schaden. Holz haben wir auf jeden Fall erstmal ausreichend. Das füllt sich langsam auf. Jetzt heißt es eigentlich erstmal momentan noch warten aufs Dürreende und dann natürlich austesten, dass das hier funktioniert, weil auch hier kommen wir jetzt erstmal nicht weiter, weil wir gleich kein Vollwasser mehr haben. Wir haben sogar schon kein Vollwasser mehr. Da könnte man theoretisch auch mal die Speicherkapazität erhöhen. Da werden wir hier auch mal einen größeren Tank hinsetzen. Vollwasser. Dann geht das auch wieder ein bisschen schneller. Wie sieht das jetzt hier aus? Ja. Okay, Bretter sind alle voll. Ach, Metallblöcke brauchen wir da sogar. Was sagen die denn? Da haben wir noch welche.
Aber wir haben eigentlich auch einen Lagerplatz dafür. Sprengstoffe, Zahnräder, Metallblöcke. Ja, das passt. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Na gut, müssen wir einfach mal beobachten. Sieht's hier aus? Haben wir hier welche? Nee. Aber der Transport der Ware funktioniert doch relativ gut. Wir müssen halt nur aufpassen, weil wir produzieren momentan keine Bibasse mehr. Also keine Roboter-Bibasse mehr. So, einmal bitte zurück, um hier die wieder vollzufüllen. Und dann soll das passen. Treibstoffmäßig, wie sieht es da eigentlich aus? Das ist Extrakt. Treibstoff sieht noch sehr gut aus. Ist noch voll. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. So können wir so lassen. Gut. Wie lange haben wir noch? 6 Tage. Das ist in Ordnung. So, Biber ist verletzt. Roboter hat keinen Kraftstoff. Benötigt Materialien. Ja, das ist klar. Die beiden haben erstmal nichts mehr. An der Baustelle fehlen Materialien. Das ist halt die ganze Geschichte hier. Die wird auch noch eine ganze Weile sich ziehen. Naja, dann heißt es jetzt eigentlich wirklich warten und beobachten. Aber wir können uns ja schon mal ein paar Gedanken machen. Wo gehen wir hin? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen hier hin, dann könnten wir das direkt wieder von vor Ort, also herstellen und müssen es nicht übertragen. Ich denke mal, das ist bei mir die bevorzugte Variante. Das heißt aber auch, dass wir jetzt hier das so machen müssen. Ja, wir machen das mal anders. Wir werden hier mal die ganzen Brücken freischalten. Weil hier die ist zum Beispiel ohne. Könnte man das eigentlich so machen? Und das wäre doch eigentlich eine ganz gute Sache, so, oder? Würde ich so lassen. Dann können wir nämlich nur mit Brettern und brauchen nur 20 Holz. Quatsch, 20 mal Metall. Ich denke, das ist okay so. Gut, dann hier drüben die Ressourcen, die reißen wir dann einfach mal ab. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, die zu machen. Und dann werden wir das hier einfach alles mal wegreißen. Kommen hier an. Wir kommen hier an. Okay, dann machen wir hier einfach eine Treppe. Und werden dann bei Metallen hier die Mine freischalten. Oder die haben wir schon freigeschalten. Gut. Können wir jetzt hier die Mine produzieren. So, können die das jetzt bauen? Ja, das ist ja perfekt, dass sie das bauen können. Dass ich dachte, wir müssen dann doch vorher rüber, aber dass das so funktioniert. Das finde ich sehr gut. Und dann genau, dann haben wir das hier, dann sollte das kein Problem sein. Wir können ja mal, wie sieht denn das jetzt hier aus? Ja, es wird langsam rot, aber es sollte noch gehen. In die Mine würde ich dann ja auf jeden Fall auch Roboter setzen, damit auch da die Produktion Tag und Nacht funktioniert. Wie waren das jetzt hier? Was brauchten wir denn dafür? Wir brauchen einmal Bretter und einmal ja, Zahnräder. Also es wird auf jeden Fall, wir werden noch einen höheren Bretterverbrauch haben. Das sollte aber kein Problem sein. Wir lagern ordentlich was ein. Das passt also. Wie lange haben wir noch? 5 Tage, das ist okay. Wie viel Wasser ist hier noch drin? Das passt. Hier ist auch noch ein bisschen Wasser drin. Und hier ist jetzt wahrscheinlich bald keine Förderung mehr möglich. Das ist aber auch erstmal nicht schlimm. Sollte alles passen. So, wir machen das jetzt so, dass wir hier natürlich das jetzt auf die Stufe stellen, dass das hier möglichst gut durchlaufen kann. Stellen es einfach mal auf 1,5. Auch hier auf 1,5. Und das lassen wir hier zu. Und dann gucken wir mal, ob es reicht. Ob der Kanal hier reicht, ob wir hier genug durchkriegen oder ob wir dann. Ja, ob wir doch hier noch ein bisschen aufmachen müssen, um da ein bisschen was abzuleiten. Da müssen wir dann halt einfach gucken. Ja, sollte aber, denke ich mal, jetzt nicht das größte Problem sein.
Ich habe jetzt hier auch schon mal ein paar Häuser abgerissen gehabt. Aber da können wir jetzt eigentlich hier drüben anfangen, das aufzubauen. Aber nee, machen wir noch nicht. Weil wir bauen das hier erst auf, wenn wir wieder eine stabile Roboterproduktion haben. Aber das sollte ja ab der nächsten Dürre auf jeden Fall der Fall sein. Und dann sollten auch wieder Roboter produziert werden können. Und dann werden wir auch die dritte Produktionslinie für Roboter etablieren. Wir werden ja dann hier bald eine große landwirtschaftliche Fläche bekommen. Die würde ich wahrscheinlich sogar ein kleines bisschen aufteilen, dass wir auf einer Seite noch ein bisschen Holz machen und auf der anderen Seite ordentlich Landwirtschaft betreiben. Ich denke, das ist eine gute Sache. Dann werden wir auch hier überall noch ein paar Tanks verteilen. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz sinnvoll, wenn wir hier einfach mal einen kleinen Tank nochmal verteilen hinstellen mit Kraftstoff. Und dann werden wir auch demnächst dann bald Lochplatten und was war es noch? Erfinder, nee. Hier, Katalysator. Ein Katalysator und Lochplatten produzieren und so dann auch nochmal unsere Effektivität unserer Roboter stärken. Und dann können wir uns hier voll auf unseren Biberdistrikt konzentrieren. Und haben wir hier einen schönen Holzdistrikt. Und hier drüben, da müssen wir mal gucken, was wir draus machen, was hier draus wird. Der ist ja momentan eher so ein Lagerdistrikt, sage ich mal, der so ein bisschen nebenher noch läuft. So, dann können wir aber jetzt uns mal Gedanken machen. Ich würde sagen, wir machen hier mal das weg. Weil ich würde jetzt gerne Monument der Bauern, Umkreis von 7 Feldern, von 10 Feldern, und würde gerne hier mal das erste Monument bauen. So, da sollten wir hier auch alles abdecken, weil die ja alle hier lang müssen. Und das ist jetzt 200 Holz, das ist jetzt auch nicht so viel, das sollten wir auf jeden Fall verkraften. Werden wir hier mal das noch wieder anschmeißen. Dann können die jetzt hier dann bauen. Aber die bauen den gerade. Achso, die bauen hier. Ah, die bauen das als erstes auf. Nee, das wollen wir nicht. Baut bitte als erstes das hier auf. Und das einmal bitte wegholen. So, Ehrfurcht. Was bringt das? Okay, das bringt was anderes. Gut. Was haben wir noch so für Monumente? Monumente der Freundschaft und Brunnen der Freude. Ehrfurcht, Ehrfurcht. Na ja, gut, gucken wir mal. Kartoffeln sind bei uns auch voll, das ist gut. Ja, dann machen wir das jetzt mal anders. Dann werden wir hier mal Ressource abreißen. Und werden das Gebiet hier mal noch auf Getreide umstellen. Ich denke, das wäre auch ganz sinnvoll. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ihr könnt nicht mehr pumpen. Aber in 3 Tagen ist sowieso alles vorbei. Dann klappt das wieder. Aber so langsam vertrocknet halt alles. Aber ich bin trotzdem noch zufrieden. Also unsere Tanks reichen auf jeden Fall aus, um die wichtigsten Sachen weiter zu versorgen. Das sollte alles kein Problem sein. Das ist doch prinzipiell schon mal gut. So, hier wird jetzt Weizen angebaut. So, sehr schön. Haben wir noch mal ein bisschen die Weizenproduktion. Erhöhen wir die auch noch mal ein bisschen. Wir haben zwar genug Brot, aber dann können wir auch ein bisschen Weizen auffüllen. Das, denke ich mal, schadet nicht. So, 2 Tage noch. Sollten wir hinkriegen. Wie sieht es jetzt hier drüben aus? Geht der Weg? Ja. Was braucht man hier? Behandelte Bretter, 350 Zahnräder. Wir haben 409, also es reicht sogar. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. 5 Arbeitsplätze, Anleitung, Altmetall brauchen wir auf jeden Fall. Das wollen wir haben. Oh, wir können ja nochmal gucken. Wissenschaft. Nee, bei Metall. Wir könnten eigentlich Wissenschaft machen, weil wir haben ja hinten noch das. Hier hinten noch die Geschichte und die kann ja als erstes erstmal weg. Dann können wir so lange auf jeden Fall noch Wissenschaft machen. So, hier 2,5.
Hier ist 0, das ist okay. 2,5. Hier ist auf 1,5 abgesenkt. Ne, wir machen mal auf 2. Und dann haben wir hier noch jede Menge Tanks. Wie viel können wir dann insgesamt einspeichern? Fast 23.000. Das sollte auf jeden Fall eine ganze Weile reichen. Sehr schön. Ach so, die sieht ja jetzt so ein bisschen anders. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Benötigt Wasser, ja, das ist klar. Benötigt Materialien, das ist auch klar. Ja, das kommt dann alles mit der Zeit. Wir werden mal... Wir machen das mal so. Hier gehen bitte wieder 2 zurück. Aber dann können wir hier erstmal auch wieder keine Roboter einsetzen. Dann müssen hier auch erstmal wieder... Ich sage jetzt einfach mal Normalos eingesetzt werden. Dann können wir die auch erstmal wieder anschmeißen. So. Dann kann das Ganze hier wieder produziert werden. Da gießt auch erstmal wieder genügend vorhanden, das ist gut. Und in 1,5 Tagen kommt ja dann hoffentlich unsere große Energieproduktion hier dazu. Und da bin ich sehr gespannt. Ist nicht durch Pfade verbunden? Wie ist nicht durch Pfade verbunden? Achso. Ihr habt dann das dann gebaut? Achso. Verstehe. Gut, dann machen wir das jetzt einfach so. Und dann ist das Gebäude durch Pfade verbunden. So, und dann sollte das auch kein Problem mehr darstellen. Und dann können wir hier auch nochmal ordentlich Vollwasser einlagern. Dann hoffen wir unsere Stadt auch gut mit Vollwasser versorgen. Ich freue mich schon hier auf die Sprengung, muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Also ich hoffe, dass das dann jetzt relativ fix geht und nicht zu lange dauert. Aber da bin ich eigentlich auch recht guter Dinge. So, wir könnten hier eigentlich wieder einen Roboter erstmal in Ruhestand schicken. Sollte passen. Hier, das ist auch wieder voll. Das ist gut. Dann kommt da auch erstmal nichts mehr raus. Schon erstaunlich eigentlich, wie lange sich das Wasser hält. Also wenn wir jetzt hier sehen, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass es die Pumpe hier nicht mehr fördern kann. Aber ich habe halt die Pumpe halt die ganze Zeit laufen lassen. Die zwei hatte ich auch relativ lange laufen. Also Wasserreserven sind auf jeden Fall da, da kann man nicht sagen. Wir könnten auch nochmal jetzt gucken auf die Zufriedenheit. Wo ist das Problem? Ja gut, da können wir uns eigentlich auch bald dann drum kümmern. 3-Bad, Karussell, Schlammbad, stimmt, das sind auch alles Sachen, die wir noch bauen müssen. Müssen wir nochmal gucken, also Schlammbad ins Karussell könnten wir, glaube ich, hier hinten gut hinsetzen. Können wir mal gucken, Wohlbefinden. Schlammbad, Tanzsaal, Karussell. Ah, das braucht sogar Energie, okay. Das Ding wäre auch noch ganz interessant. Da ist wieder die Frage, wo setzt man das hin? Da müssen wir noch mal gucken, wo die... Steht die Statue schon? Ja, die Statue steht schon. Na ja, gut, gucken wir mal. Gut, so, 0,8 Tage, dann kommt unser Wasser endlich wieder. Dann füllen wir hier unsere Batterien auch erstmal auf. Da bin ich, das wird sehr wichtig sein. Wir haben auch schon wieder den ersten Roboter, den ersten freien, das ist auch mal wieder sehr gut. Sollte auch nicht das Problem sein. Wir haben 71 Roboter haben wir mittlerweile insgesamt, das ist schon eine ordentliche Anzahl. Aber ich denke mal, das nächste, was wir machen, wird sein, dass wir uns auf die Geschichte hier mit unseren Robotern, was brauchen wir denn? Was brauchen wir? Was ist denn das hier? Ahornsirup. Okay. Ahornsirup. Heißt, wir brauchen Ahornbäume. Ahornbäume. Das sind die. Das heißt, wir müssen hier das Pflanzen raus... das Abernten rausnehmen. Das hier auch Ahornbäume? Ja, das sind auch Ahornbäume. Dann nehmen wir die Fellmarkierung hier auch raus.
Das steht hier rum. Ahornsirup. Ahornsirup sammeln. Lagern wir das schon? Das hier Kiefernharz. Ne, Ahornsirup lagern wir noch nicht. Das müssen wir bestimmt auch in den Tanks hier lagern, wa? Ahornsirup. Doch, irgendwo lagern wir das schon. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier einmal ein aus zu Ahornsirup und dann bauen wir auch hier noch einen Speicher. Natürlich auch für Ahornsirup. Ahornsirup. Und da ist die Dürre auch beendet. Und mit dem Beenden der Dürre würde ich sagen, beende ich auch die Folge. Ich lasse jetzt mal noch unsere ganzen Becken wieder volllaufen. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter und werden auf jeden Fall auch sehen, wie viel Strom uns das Ganze jetzt bringt. Und damit würde ich sagen, bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.